wie ihr Immobilien in einer GbR komplett steuerfrei, auch grunderwerbsteuerfrei, in eine vermögensverwaltende GmbH transferieren könnt, erfahrt ihr in diesem Video. Hallo, mein Name ist David Kasper, ich bin Steuerberater und geschäftsführender Partner der Köber Steuerberatung und wir haben uns auf die steuerliche Gestaltungsberatung spezialisiert, denn wir steuern Ihre Steuern. Heute in diesem Video schauen wir uns mal die Immobilien-GbR an. Also ihr habt Immobilien, ihr habt einen größeren Immobilienbestand in einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also mit einem zweiten Gesellschafter noch dazu, also in der GbR. Und der Nachteil ist ja an dieser Immobilien-GbR, wenn ihr da hohe Mieteinnahmen habt, also ihr habt hohe Mietüberschüsse, dann müsst ihr diese Mietüberschüsse voll in der Einkommensteuer versteuern, wenn ihr natürliche Person seid. Also wenn ihr sozusagen zu zweit A und B beteiligt an einer Immobilien-GbR und dort habt ihr mehrere Immobilien drin, die ganzen Mietüberschüsse, die fließen dann in eure Anlage V in der Einkommensteuererklärung und ihr zahlt da eben bis zu 45% Einkommensteuer. Und jetzt überlegt ihr euch, naja, wie kann ich das steuerlich ein bisschen besser gestalten? Und da kommt dann oft die vermögensverwaltende GmbH ins Spiel, denn eine GmbH, die nur Immobilien verwaltet und Vermietung, Verpachtung macht und ab und zu mal eine verkauft, die zahlt nur 15% Körperschaftsteuer. Also ihr könnt eure Mieteinnahmen von bis zu 45% auf 15% reduzieren, die Steuerbelastung, aber müsst die Immobilien eben in einer GmbH halten. Und wie ich jetzt so eine Immobilien-GmbH in eine vermögensverwaltende GmbH komplett steuerfrei, auch grunderwerbsteuerfrei übertragen kann, schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Denn ich kann die Immobilien-GbR in die GmbH, da habe ich jetzt zwei Wege grundsätzlich. Ich kann sie einmal verkaufen, meine GbR-Anteile. Da muss ich ein bisschen aufpassen, wenn ich mehr als 90% der GbR-Anteile verkaufe und wir wollen die ja komplett einbringen, dann löst das Grunderwerbsteuer aus. Und natürlich kann das Ganze auch Einkommensteuer auslösen, wenn ich die Immobilien in dieser GbR noch nicht länger als 10 Jahre habe. Also wenn ich sie schon länger als 10 Jahre habe und die Vermögensverwaltung ist, dann habe ich da erstmal kein Problem mit der Einkommensteuer. Aber die Grunderwerbsteuer kann da unter Umständen einschlagen. Deswegen, wir wollen den zweiten Weg wählen, also nicht den Verkauf, sondern wir wollen eine steuerneutrale Umwandlung in einer vermögensverwaltenden GmbH machen. Und da gibt es zum Glück im Umwandlungsgesetz, aber auch im Umwandlungssteuergesetz den sogenannten Formwechsel. Ich kann eine Personengesellschaft formwechseln in eine GmbH. Ein Formwechsel ist einfach ein Wechsel des Rechtskleids, also man sagt immer so, der GbR-Mantel wird ausgezogen und der GmbH-Mantel wird angezogen, also es bleibt dasselbe Unternehmen, dieselbe Identität. Deswegen ist das Ganze nicht grunderwerbsteuerpflichtig. Also wenn ihr eine Personengesellschaft in eine GmbH formwechselt, könnt ihr auf Antrag den Buchwert wählen, also komplett steuerneutral und das Ganze auch komplett grunderwerbsteuerfrei vollziehen. Jetzt ist es aber so, diesen Formwechsel, der ist nicht jeder Personengesellschaft vorbehalten. Das heißt, die GbR fällt da nicht runter. Also eine GbR kann ich grundsätzlich erstmal nicht formwechseln, denn in Formwechsel, da kann ich nur Personenhandelsgesellschaften, also eine OHG, eine KG, eine GmbH und KG, aber die GbR steht da leider nicht im Gesetz. Aber da kann ich jetzt über eine kleine Gestaltung auch aus einer GbR eine vermögensverwaltende GmbH machen, über den Formwechsel komplett steuerfrei. Und zwar könnt ihr eure GbR im Handelsregister eintragen lassen, dann wird sie automatisch eine OHG. Also wenn ich eine GbR im Handelsregister eintrage, wird es automatisch eine OHG. Und diese OHG tue ich in der nächsten Urkunde beim Notar dann eben formwechseln, weil dann bin ich in einer Personenhandelsgesellschaft, formwechseln in die vermögensverwaltende GmbH. Und ich habe so meine Immobilien-GbR komplett steuerfrei, auch grunderwerbsteuerfrei in eine vermögensverwaltende GmbH transferiert oder umgewandelt und zahle in Zukunft auf die Mieteinnahmen nur noch 15% Körperschaftsteuer zuzüglich Soli. Zusammenfassend kann man sagen, ich kann eine Immobilien-GbR komplett steuerfrei, auch grunderwerbsteuerfrei, in eine vermögensverwaltende GmbH umwandeln über den Formwechsel, wenn ich sie zuvor in eine OHG umwandle, indem ich sie ins Handelsregister eintrage. Und dann die steuerlichen Vorteile nutzen, dass ich auf die Mieteinnahmen nur noch 15% Körperschaftsteuer zahle und in der vermögensverwaltenden GmbH auch haftungsbeschränkt bin. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, abonniert auch den Kanal und auf jeden Fall auch die Glocke aktivieren, denn dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Steuern optimal steuert oder ihr wollt vielleicht auch mal was lesen zum Thema Immobilien und Steuern, dann schaut euch gerne unser Buch dazu an, Immobilien und Steuern, von Johann Köber, oder schickt uns eine Anfrage an anfrage@köber. Die Kontaktdaten seht ihr jetzt hier unten eingeblendet und lasst auch eure Steuern von uns in Zukunft optimal steuern.